Ja Leute, und herzlich willkommen hier zu meinem kleinen Let's Play von Pokémon Strahlender Diamant. Und wir werden jetzt hier in der Aufnahme unser Magneton entwickeln. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, es ist dann zwar ein bisschen langsamer als vorher, aber dafür stärker. So, das ist ja auch jetzt mit dem Donnerstein möglich, seit Generation 8 müsste das sein. Und ja, ich bin schon gespannt, wie es ist. Ich habe noch nie mit einem Magnezone gekämpft. So, mein kleiner Magnet. Da ist es doch. Sehr, sehr nice. Da ist Magnezone. So. Und wir machen jetzt weiter gegen Team Galactic. Wir nehmen aber erst nochmal das Item weg hier. Das Item in den Beutel stecken. So. Und Rocco ist noch nicht entwickelt. Das wird aber noch kommen. Braucht ihr keine Angst haben. So, Pokémon bewegen. Wir machen es auch mal nach vorne, Rocco. So, auf geht's. Helfen wir mal der Lucia, ihren Pokédex wieder zu bekommen. Hi Kuche, kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Würdest du mir zusammen gegen sie kämpfen? Bitte. Jawohl, ja. Ich helfe dir, Lucia. Du und deine Pokémon zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ein Dream Team, das gar nicht verlieren kann. Diese Schurken werden mit ihren fiesen Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Alles klar, los geht's. Auf geht's. Ja, Rüpel, Team Galactic. Oh, und Pipi. Ja. Dann setzen wir direkt mal Steinhagel ein und gucken. Hoffentlich trifft's. Dann sollte sich das auch wieder erledigt haben hier eigentlich. Oh, was? Pudox überlebt das sogar. Und Zollenstimme, ob das so viel bringt? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, ein Skunkapoo. Ja, wir machen nochmal. Steinhagel ist ja eigentlich richtig nice im Doppelkampf. Die gehen ja voll und ganz auf Pipi. Oh, doch nicht. Na, Rocco, das juckt dich nicht so, ne? Nein, nein. Wir werden die jetzt fertig machen. Und nochmal Steinhagel probieren. Vielleicht trifft's jetzt. Jo. Und Pudox ist besiegt. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie das findet. Ich halte jetzt die Folgen so ein bisschen anders. Dass wir ein bisschen was wegskippen und mehr von der Story zu sehen und vor allen Dingen auch schneller. Wollen ja ein bisschen vorankommen hier. Nicht immer Folgen ohne wirklich Content, sag ich mal, oder ohne Vorankommen zeigen. So, jetzt gehen wir mal hier mit der Stärke rein. Machen wir das Kapu weg. Ja, ich habe Onix Stärke beigebracht, der hat ja noch nicht so einen richtigen Einzelmove gehabt, der auch 100% Genauigkeit hat. So ein kleines Problem. So Steinwurf oder so kann er nicht. Ich bin schon gespannt, wie es sich so als Stalos macht. Dann machen wir jetzt mal, wir gucken mal, ob die Drachenroute trifft. Oh, Pipi überlebt gerade so. Einen anderen Angriffsattacke hat es wahrscheinlich nicht, außer seine Stimme. Ja, reicht. Perfekt, Leute. Ja, das war's dann wohl mit euch zweien. Ja, von Kindern besiegt, genau. Macht Platz. Macht Platz für uns. Das stinkt bis zum Ende. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Hm. Dein dämlicher Pokédex interessiert doch hier eh niemanden. Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Und nein, das gesamte Universum wird uns gehören.
Hier, nimm ihn. Da hast du deinen nutzlosen Pokédex. Pah. Alles klar, geh mal beleidigt weg. Der ganze wichtige Kram, den wir hier in der Lagerhalle aufbewahrt hatten, wurde sowieso schon nach Weideburg geschafft. Also bleiben wir unserem Namen treu und machen einen rüpelhaften Abflug. Ihr werdet schon noch euer Fett abbekommen. Alles klar. Warum laufen die Typen von Team Galaktik durch die Straßen und benehmen sich, als würde alles ihnen gehören? Vielen Dank, Kuche, ganz ehrlich. Wenn Professor Eib jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hatte, ich mag gar nicht daran denken. Also, was hast du jetzt vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. In dem Großmoor dort leben nämlich viele verschiedene Arten von Pokémon. Ich glaube, ich gehe mal in das Lager rein. Und guck mal, ne? Ob wir da noch irgendwas finden. Hier ist auf jeden Fall ein Pokéball. Themen fliegen. Nice. Jetzt können wir fliegen. Jo, das machen wir. So. Der will gar nicht kämpfen oder was hier? Hey, was haben wir denn hier? Du gehörst ja mal gar nicht zu Team Galaktik. Und bist dazu noch ein Kind. Das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Was? Ach, darum geht es gar nicht. Ich brauche einen Schlüssel. Ja, toll. Wahrscheinlich müssen wir uns den in Weideburg holen. Und dann geht's ab hier. So. Gucken wir doch mal gerade auf die Karte. Wir müssen nämlich nach Weideburg. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Auf nach Weideburg. Route 214. Wir holen aber erstmal unser Magneson raus. Als Begleiter wählen. Da ist es doch. Super. Also wenn ich ehrlich bin, hat mir Magneton eigentlich besser gefallen vom Design her. Aber vielleicht ist es auch noch ein bisschen ungewohnt, weil ich das noch nie benutzt habe. Ja, das reicht auf jeden Fall. Das ist Level 22 so überlevelt. Na Leute, wie findet ihr das Spiel? Findet ihr es zu leicht oder habt ihr Schwierigkeiten, was ich aber irgendwie nicht glaube? Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Ich finde es ja schon ein bisschen leicht. Aber es macht Spaß. Das ist die Hauptsache. Schwert und Schild waren ja jetzt auch nicht wirklich schwer. Ich glaube, da habe ich nicht einmal einen Pokémon-Kampf verloren. Hier bis jetzt auch noch nicht. Danke, Ariana, für das Geld. Da musst du wohl noch ein bisschen trainieren, würde ich sagen. So, gucken wir mal, was ist hier noch so? Ein Trainer. Da ist auch noch ein Item. Das holen wir uns natürlich erstmal. Köhle, was ist hier? Schaufler, schon mal gut. Was hat er mir zu erzählen? Jeder nennt mich nur den Ruin-Maniac, aber mir ist ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diesen Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Weißt du warum? Ich bin ein Ruin-Maniac, der von Incognito fasziniert ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir uns einen Wettstreit liefern würden? Du gehst los und fängst die Incognito, während ich hier weitergrabe. Mal sehen, wer als erster fertig ist. Okay. Können wir machen. Oh, was hat sich hier versteckt? Ein Glas Honig. So, gucken wir mal weiter. Gibt's hier noch was auf der Route? Da willst du einmal zum Item gehen, ne? Und dann kommt wieder ein wildes Pokémon. Wer kennt's nicht? So, Merlin, du schaffst das. Ja. Hau drauf, Merlin. Psychokinese. Mal gucken, ob wir jetzt ohne wilde Pokémon bis zum Item schaffen. Jo, ein Top-Trank. Niceness. Oh, wir sind am Kühnheitsufer angelangt. Und die Musik wird direkt angenehmer, Leute. Zieht euch das rein. Ist das nicht entspannt, Leute? So, mal wieder ein bisschen leiser machen, dass ihr mich besser versteht. So, und jetzt?
Und ein Item hier, da ist ein Doppelkampf. Den werden wir auf jeden Fall bestreiten, Leute. Haben wir da die richtigen Pokémon für drin? Ne? Wir nehmen mal Rocco mit rein. Und Magnet. So, aber erstmal heilen wir die beiden. Ganz wichtig. Super Trank. Und dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir mit Rocco den Steinhagel richtig gut treffen. Ach komm, wir heilen Merlin auch nochmal. Kann ja nicht schaden, ne? Hier am Kühnheitsufer, mal gucken. Ach ne, doch kein... Uns wurde aufgetragen, niemanden in der Nähe des Sees zu lassen. Wieso? Genau, das weiß ich nicht. Aber es soll dazu dienen, den See zu schützen. Okay, doch kein Doppelkampf. Oh, ein Item. Du findest ein Paraheiler. Hm, kann man immer mal gebrauchen, ne? Oh, wo sind wir? Sind wir hier schon richtig, oder was? Was soll ich nur tun? Ich habe es nicht geschafft, meinen Hotelschlüssel zu verlieren. Schon wieder. Die Leute vom Hotel werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch. Ja, okay. Was haben wir denn hier alles? Restaurant 7. Stern, das Zuhause ist guten Geschmacks. Okay. Ein Gengar, nice. Hey, ich bin der Projektor und zugleich ein Riesenfan von Gengar. Gegen andere Trainer zu kämpfen ist ziemlich aufregend, findest du nicht? Festige das Band zwischen dir und deinem Pokémon, um dich stärkeren Gegner stellen zu können. Okay. Der lässt sich gar nicht ansprechen. Wer nicht will, der hat schon, ne? Okay, hier beginnt schon wieder eine nächste Route. Komischer Übergang. Mal gucken, was haben wir hier im Restaurant? Und sowas genießt man mehr als so verzügliche Speisen. Der werte Gast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Okay. Wollen jetzt alle kämpfen? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen jetzt hier nicht kämpfen. Okay, ich soll wiederkommen, wenn ich Champ geworden bin. Sollten wir uns mal merken. Ja, okay. Weiter. AP Plus, ja, nice. Das könnten wir eigentlich mal Merlin geben, das ein bisschen mehr auf Psychokinese hat. So, Leute. Willkommen, möchten Sie übernachten? Es tut mir außerdem leid, jetzt hier enttäuschen zu müssen, aber wir sind komplett aus. Warum fragst du mich dann? Okay, erhalt meine Pokémon. Zumindest das. Das Hotel ist romantisch. Alles klar. Oh, wieder ein Item. Das nehmen wir doch. Ein Purpurstück. Ja, warum nicht? Kommen wir hier nicht nach Weideburg? Doch, vielleicht schon. Hier sind wieder Trainer. Gut. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir beenden mal die Folge hier. Und in der nächsten Folge nehmen wir uns doch mal dem Restaurant vor, würde ich sagen. Genau das hier. Alles klar, Leute. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und...